befassen uns heute mit dem Thema, was ist eine 5G-Antenne? Und bei mir ist der Frank Schäfer, das ist einer unserer Antennenexperten. Frank, die sieht schon mal ein bisschen anders aus von außen, als ich eine normale Antenne kenne. Die sind deutlich länger. Warum ist das so? Ja, das hier ist eine 5G-Antenne, die wir einsetzen bei 3,5 GHz. Je höher die Frequenz, desto kleiner muss die Antenne theoretisch sein. Das hier ist eine Massive MIMO-Antenne. Das heißt, hier sind 64 kleine Antennen drin. Deswegen ist sie auch nicht so groß wie die Antennen, die du sonst kennst, die auf ganz anderen Frequenzen operieren. Dafür ist sie um einiges schwerer, weil es eine aktive Antenne ist. Das heißt, hier ist auch schon die Systemtechnik mit drin, die wir bei passiven Antennen unten am Mast befestigen. Diese Remote Radio Heads, das sind Radiomodule, die hängen unterhalb der Antenne meistens am Mast befestigt und sind über Koaxialkabel mit der Antenne verbunden. Während unsere Antennen, die wir aktuell einsetzen, mehrere Frequenzen unterstützen, brauchen wir für jedes Frequenzband ein eigenes Radiomodul. So haben wir zum Beispiel für 900 MHz ein eigenes und für 1800 MHz, die dann über Koaxialkabel, wie gesagt, zusammengeführt werden oben zur Antenne. Und das ist hier hinten eingebaut schon? Genau, weil das hier eine 64 THX-Antenne ist, also 64 einzelne Antennen, würden wir theoretisch 64 Koaxialkabel verbauen. Bei dieser hohen Frequenz, die wir außerdem haben, diesen 3,5 GHz, wäre die Dämpfung auch enorm. Das heißt, wir könnten gar nicht so lange Kabel bauen. Und wie du dir vorstellen kannst, sind diese Koaxialkabel relativ dick, also ist es schwer umzusetzen. Deswegen haben wir hier die Technik direkt in der Antenne drin. Das Radiomodul ist quasi, oder die verschiedenen Radiomodule sitzen direkt hinter den Antennen. Warum ist es eigentlich so wichtig, Koaxialkabel einzusparen? Weil je länger das Koaxialkabel ist, desto höher ist natürlich die Dämpfung. Unsere Radiomodule haben nur eine bestimmte Ausgangsleistung. Das heißt, wenn wir jetzt einen langen Kabelweg haben, haben wir eine höhere Dämpfung, also einen höheren Verlust. Und es kommt weniger Leistung an der Antenne an. Das heißt, wir können insgesamt nicht so weit ausstrahlen. Umgekehrt ist das Signal, was dann vom Endgerät an die Antenne kommt, das muss ja auch wieder zurück über die Koaxialkabel runter zum Radiomodul, wo es dann verarbeitet wird. Und man kann sich ja vorstellen, dass das Signal, was von dem Endgerät kommt, also von einem Handy oder so, relativ schwach ist. Also zählt da auch quasi jeder Zentimeter, den man einsparen kann, weil je höher die Dämpfung, desto niedriger ist das Signal, das letztendlich beim Radiomodul ankommt und das wird dann eventuell erst gar nicht verstanden, also weil es viel zu schwach ist. Frank, wir machen das gleich noch auf, die Antenne, damit wir uns ein bisschen was vom Innenleben angucken können. Mhm. Vorher drehen wir es aber nochmal um, damit man auch die Rückseite sieht. Ja, die ist eigentlich relativ unspektakulär. Was wir hier auf der Rückseite einfach nur haben, sind die Kühlkörper, weil wir haben ja hier die Systemtechnik direkt in der Antenne drin. Das heißt, da wird Wärme erzeugt oder es entsteht Wärme, die dann auch abgeleitet werden muss. Bevor du jetzt weiterschraubst, was haben wir hier auf der Unterseite? Der erste ist für den Stromanschluss. Die okay. Antenne ist ja ein aktives Bauteil, das heißt, die braucht Strom. So, dann haben wir hier als nächstes unsere E-Cypri-Anschlüsse. Drei Stück an der Zahl. E-Cypri steht wofür? Das ist ein standardisiertes Protokoll, eine Schnittstelle, die genutzt wird, um Daten über Glasfaser zu übertragen von der Baseband-Unit direkt zum Radiomodul oder hier in dem Fall direkt zur Antenne, weil das Radiomodul ist ja verbaut. Genau, das okay. ist verbaut. Jetzt hat man eben gesehen, dass das erste mit so einem roten Stecker, der da drauf war, das heißt, der ist nicht so gut wie die anderen, weil diese Verbindung wird quasi immer genutzt. Das heißt, muss nicht abgedichtet sein. Dann haben wir hier noch einen weiteren. Der wird eigentlich nur zur Zeitsynchronisation genutzt. Und dann der letzte, das sind Alarme, die dann hier durch diese Verbindung gehen. So. Und hier ist auch so eine Statusanzeige, wo dann quasi steht, ob Alarme anliegen, ob alles in Ordnung ist oder ob irgendwie Wartungen notwendig sind und ob die E-Cypri-Anschlüsse genutzt werden. Wir haben jetzt die Genehmigung von Ericsson bekommen, dieses Siegel zu zerstören, um es aufzumachen. Genau. Normalerweise verlieren wir die Garantie dann, oder? Genau. Wir haben heute die einmalige Erlaubnis, quasi zumindest die Vorderseite gleich zu zeigen. Die öffnen Tür. Ja. Ah, das sind ja noch mehr Schrauben. Auf beiden Seiten. Ach, Scheiße. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 30 Minuten. So, jetzt. Öffne dich! Ah.
So ganz viele Leute haben das noch nicht gesehen, das Innenleben von so einer neuen Antenne. Das sind die Antennen und hier drunter, was ist da? Hier drunter verbirgt sich die Systemtechnik. Weiter aufschrauben dürfen wir jetzt aber hier nicht. Das heißt, wir belassen es erstmal hier. Und dies sorgen dafür, dass das Signal ausgesendet wird? Genau, die senden das Signal aus und durch Phasenverschiebung, wenn zum Beispiel der Teil hier das Signal ein bisschen phasenverschoben zu dem hier aussendet, ist es auch möglich, den Beam, das Signal zu schwenken und damit genau den Kunden zu erreichen. Phasenverschiebung, das musst du mir erklären, weil ich würde jetzt immer sagen, wenn er etwas schwenkt, dann müsste sich hier das bewegen. Das ist aber ja nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ich habe eine kleine Simulation vorbereitet. Wenn du willst, können wir uns die mal angucken. Da habe ich das mit zwei Antennen mal an einem Beispiel gezeigt, wie sowas aussieht. Da kann man relativ gut erklären, wie es dann auch bei 64 natürlich deutlich komplizierter, aber in etwa genauso abläuft. Also in der Demonstration würden wir jetzt sehen, das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Antennen. Genau. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Jo. Bevor wir mit der Simulation starten, wäre es vielleicht mal interessant zu erklären, was denn so eine elektromagnetische Welle ist, die hier so ein Antennenelement überhaupt aussendet. Okay. Dafür zeichne ich hier mal ein kleines Diagramm an. Amplitude gegen die Zeit. Und so eine Welle sieht dann einfach so aus. Zum Beispiel. Aha. Was jetzt passiert, wenn wir mehrere Wellen haben, wenn zum Beispiel jetzt noch ein zweites Antennenelement anfängt, etwas auszusenden, das male ich mal hier nebendran, eine andere Welle, die ein bisschen Phasen versetzt. Das heißt, die startet hier. So, und was jetzt passiert, wenn sich diese beiden Wellen treffen, das kannst du dir auch vorstellen, wie wenn du zwei Steine ins Wasser schmeißt. Ja. Dann hast du ja auch zwei Wellenkreise, die sich um diese Steine bilden und die breiten sich aus und treffen irgendwann aufeinander. Wenn du jetzt zwei Wellenberge hast, die aufeinandertreffen, dann hast du einen Berg, der doppelt so hoch ist. Okay. Hast du zwei Täler, die aufeinandertreffen, geht das Tal doppelt so tief. Okay. Dann hast du einen Berg, der auf ein Tal trifft, gleicht sich das genau aus und du hast nichts. Genau das Prinzip haben wir hier auch. Das heißt, wir können uns hier einfach mal ein paar Punkte angucken, die einfach zu addieren sind von den beiden Wellen. Da ist zum Beispiel immer da, wo eine Welle den Nullpunkt durchläuft, ganz einfach. Zum Beispiel hier hätten wir dann hier den Punkt, hier genau dort, hier oben, hier quasi genau das Doppelte, also hier oben eine. Dann hätten wir hier wieder einen Punkt, dann hier unten einen, dann hier unten nochmal einen, hier einen und da einen. So, und die entstehende Welle, die würde dann, wenn ich jetzt hier richtig gezeichnet habe, etwa so verlaufen. Man sieht auch, dass die Amplitude jetzt doppelt so hoch ist, natürlich, weil ich zwei Wellen habe. Was dann hier passiert ist, dass diese Gesamtamplitude aufgeteilt wird in kleinere Amplituden. Du kannst ja natürlich nicht die Energie erhöhen, wie du magst. Also wenn du das auf zwei Elemente aufteilst, ist natürlich von jeder Welle die Amplitude nur halb so groß, wenn du es auf 64 aufteilst, nur ein 64stel. Damit du dann wieder auf die Gesamtenergie kommst, an den Stellen, wo es sich addiert. Und was bringt mir das dann? Das zeige ich dir in der Simulation. Das war jetzt erstmal die Grundlage, wie sich Wellen verhalten, wenn sie addiert werden. Und in der Simulation sieht man das dann auch im Zweidimensionalen ganz gut. Hier sieht man zwei Antennen nebeneinander. Mhm. Ich starte jetzt mal die Simulation und die Antennen senden beide ein Signal aus. Ja. Man sieht relativ gut, dieser helle Bereich ist dort, wo sich die Antennen überlagern, die Wellen. Und wenn man jetzt genau guckt, sieht man, dass diese Überlagerung genau zwischen den Antennen ist, weil die beiden Antennen in der Phase gleich sind. Die haben hier beide, ich habe mal eine 0 daneben geschrieben, das heißt die Phase 0. So, wenn ich jetzt mal die Simulation stoppe und die Phase von der unteren Antenne um, sagen wir, 30 Grad verschiebe und das dann weiterlaufen lasse, was man jetzt schon mal erkennt, dass das Signal von der unteren Antenne ein bisschen früher kommt als das von der oberen Antenne. Und wenn man jetzt auf den Punkt guckt, wo sich die Wellen überlagern, sieht man, dass das nicht mehr ganz in der Mitte ist, sondern jetzt ein bisschen nach oben gewandert ist. Das heißt, ich habe quasi diesen Bereich nach oben getiltet. Wenn ich jetzt weitergehe und den Phasenverschiebung immer weiter erhöhe, also die Phase von der unteren Antenne immer weiter verzögere, jetzt mal um 91 Grad, sieht man, dass dieser Bereich noch weiter nach oben geht. Das ist quasi das Prinzip, wie diese Beams gelenkt werden. Natürlich im Dreidimensionalen mit viel mehr Antennen anstatt mit zwei, aber im Großen und Ganzen ist genau das Prinzip dahinter.
Mal fragen, müssen wir denn eigentlich alle Antennen austauschen, die wir bisher haben, für so 5G-Antennen? Nein, das müssen wir nicht. Wir haben, betreiben wir hier die Antenne auf einer ganz anderen Frequenz. Das heißt, die würden wir einfach dazu bauen an Standorte. Und die passiven Antennen, die wir jetzt schon im Einsatz haben, die können natürlich auch 5G, weil es passive Antennen sind. Denen ist die Technik dahinter egal. Das macht ja das Radiomodul, was unten dran ist. Das müssten wir im Zweifel austauschen oder mit einem Software-Update auf 5G bringen. Aber dann können wir auch auf anderen Antennen mit anderen Frequenzen 5G betreiben. Okay, das soll es gewesen sein zu 5G-Antenne und Phasenverschiebung. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.